wir es mal eins finden, ey. Kann es ja auch ein U-Boot sein. Kann es auch ein U-Boot sein, wie wär's damit? Nein, natürlich keiner hier irgendwas mit. Anscheinend nicht. Ich weiß nicht mehr, was die von mir wollen. Ein Airship. Gut, suchen wir mal schnell ein Airship. Airship Pirates, wie sollen die aussehen? Wie soll ich denn sowas wissen, ey? Fliegt auch keiner rum, ne? Was ist das denn? Ach, das ist das Loch. Schon sagen. Ja, ich weiß, dass da Dragon Balls liegen, aber da gehe ich noch nicht hin. Also ich sehe hier kein Airship. Weiter rauszoomen geht schon gar nicht mehr. Hier nochmal gucken. Ah doch, da ist eins. Du bleibst hier. So, Stolen Airship. Und hier ist jetzt was mit Bandana oder... Oder täusche ich mich jetzt? Es war auch keins. Das ist eine Quatschsache. Irgendwie total beschissenes muss ich jetzt machen. Worauf ich aber nicht komme. Tapp nochmal, ey. Oh, ich hasse sowas, ne? Na gut, komm, wir fliegen nochmal zurück. Wir probieren nochmal was aus. Wenn ich einfach dreckige Sachen anziehe und dann ist gut. Ich sehe nicht aus wie ein Bandit. Ja, natürlich sehe ich nicht aus wie ein Bandit. Warte mal, wir können aber mal eben, wo wir gerade hier in der Welt sind, mal eben in so einem Shop vorbeigucken und mal gucken, ob wir hier Rootbeer oder sowas kriegen. So, in die Stadt. Da gibt es doch wohl Läden, oder? Da, Mart. Buy. Items. Ne. Gibt es leider nichts. Equipment, was haben wir denn da? Ja, weiß, wie schlecht, wie niedrig das alles ist. Lucky Charm. Ja, wir gucken mal. Stone Manpo, Wooden Gitter. Aha. Leder, Leder. Wir kaufen mal die Lederdinger hier. So, wir machen ein bisschen. Stone. Holz, Lederjacke, mehr brauchen wir auch nicht. Mal gucken, ob das irgendwas ausmacht, weil ich hab, woher soll ich wissen, was ich da machen soll? Wahrscheinlich ist es so simpel, dass man da irgendwie was von der Ausrüstung her machen muss, aber gut. Wir gehen noch mal gucken. Zack. So, jetzt gehen wir mal gucken, was die wollen. Dann bleib halt weg. Puh. Wenn das diesmal auch nicht klappt, dann werden wir einfach das ganze Quatsch hier zum Schluss machen. Dann werde ich mich noch mal informieren, was man da machen muss, beziehungsweise wie man sich auftakeln muss, damit man da durchkommt. Dieser Panzer. Drei Punkte, Power.
ein Schnorchel. So, ich mache jetzt mal hier, damit die das nicht sehen. Ich mich verkleide. Also. Leder. Dann auch hier Leder. Dirty Tabby und keine Maske, sondern Dirty Cape. So, komm, nur aber hier. Verdammt nochmal, was ist denn das? Ja, heruntergekommen oder was? All the really notorious airship bandits. We have bandanas on their heads. Is he a bandana? A bandana means I'm a bandit and a thief. This be the thief's den and do-gooders are not allowed. Yep. Ein Bandana oder was? Ich hab immer kein. Wooden Armor vielleicht. Ein bisschen gucken hier. So, irgendwas. Also da steht irgendwas mit Airship. Ich habe keine Ahnung, ich werde das Gebiet jetzt verlassen. Das lohnt sich nicht. Gut, Leute, da hänge ich mich zu lange auf. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Beziehungsweise werde ich das nachforschen. Das weiß ich leider nicht, wie das geht. Also kümmern wir uns um die anderen beiden Dragon Balls. Ach, mein Englisch ist auch zu schlecht für sowas. Verdammt nochmal. Jetzt werdet ihr euch natürlich wieder einige an den Kopf fassen und na, Mann, du ran! Das weiß man doch, ja. Ich nicht. Ich leider nicht. Das hören wir nochmal. Nicht schießen. Das ist uncool. Und dann bewegen wir uns wie direkt zu. Da ist ja noch eine Pyramide und Pilafs Schloss. Es gibt noch genug zu tun. Mein Airship! Das nehmen wir mit. Weiß, vielleicht liegt hier ein Bandana. Ich glaube, es sieht nur nach Münzen aus. Okay, hier liegt nur Geld. Und ein Drink. Na, schade. Hatte ja noch gehofft. So, okay, geradeaus. Echt hoch. Da ist die Pyramide. Da gehen wir doch jetzt mal rein. Als Trunks. Was soll das denn jetzt? Ey, pass auf, wo du hingehst! Dr. Challenger. Pardon. He's with the Mommy. Mommy? Yes, by this place is cursed. Have to see a Dragon Ball? With this? LOL! Well, the thing is my experience a disaster and all my men are trapped inside the pyramid, so... I have an idea. If you can save all four of my men and retrieve the headdress of Pharaoh Totnotep, I will give you the Dragon Ball. Okay, ich muss die vier Leute... Das ist ja super. Oh Gott, das ist eine Pyramide. Wir haben alles verschlungene Pfade und sowas. Okay. Was soll das? Super. Manchu. Ja klar, der kann den Weg auf einmal gehen, oder was? Ist noch weiter da? Okay, das ist jetzt aber auch nicht schwer.
Ja, so an der Wand lang huschen. Tatsächlich, hier geht's noch weiter. Das gilt es ja herauszufinden, wie weit wir hier können. Beziehungsweise, was wir hier noch sehen. Ui, ordentlich Geld. Kann das Ding mal abgehen? Dankeschön. Boah, krass, Skelettritter. Die können nicht sterben. LOL! Okay, da muss ich gehen. Die kann ich nicht kaputt schlagen. Und hier komme ich nicht durch. Na super! Nein, lasst mich! Sonst gab es ja nichts, oder? Nö. Ah, warte mal, ich hab doch. Wo habe ich denn jetzt nochmal Zugriff? Get the root beer for Lighthouse Keeper. Ja, ja, complete goals. Wo habe ich denn jetzt nochmal Zugriff auf? Ah, hier. Da ist mein Scouter. Alles klar. Okay, es zeigt mir aber an, dass hier echt wirklich... Naja. Ja, Status. Angriffskraft erhöhen. Den Weg wieder runter. Wenn ich schlage, dann haut's ab. Okay, ich muss erstmal hier hoch, dann kann ich hier so außen rum. Dann gehen wir mal hier rein. Pyramide sollte einem ja bekannt sein, dass hier relativ viele Fallen sind, ne? Der dunkle Boden war ja schon mal ein schlechter Anfang. Auch voll cool, die Anubis-Statuen hier. Hier voll geil. Ja, wirklich herausfordernd ist das jetzt hier nicht. Jetzt gedacht, das ist eine Falle. Hier geht's nach oben. Wir müssen noch drei. Okay, warum ist hier ein Safe Point? Komisch. Ja, euch kann ich nicht töten, dann lass mich einfach in Ruhe. Irgendwie kann man die bestimmt killen, aber egal. Da! Ah, Skeletor! Ah, okay. So wird er aktiv. Komm rüber. Nice! Und nun? Ah, ich muss auf dem draufstehen, alles klar. Ja! Clever wie ich bin, habe ich mir das ausgedacht. Stette! Oh, mir runtergefallen. Das ist ja gar nicht lustig. Alter, hör auf mich voll zu kleistern. Bin ich dir jetzt runtergefallen?
Alter, meine Güte. Ach, hier ganz? Oh, Mann. Der muss ja ewig laufen. Das ist auch interessant, dass man das gar nicht erfährt, dass man hier von dem Rand runterfallen kann. Klar, es ist logisch. Aber das wäre doch mal schön gewesen, das erwähnt zu kriegen. Ja, oh, jetzt bin ich fast so weit gelaufen. Das wäre mein Verhängnis. Ach, ich muss mich wieder draufstellen. Okay, merke ich mir, man darf hier nicht in die Abgründe gehen. Man wird nicht aufgehalten, man fällt einfach runter. Na gut. Das Ding haben wir aktiviert. Ah! Alter, Alter! Nicht runterschlagen! Oh Mist. Ich weiß gar nicht, was das ist für Dinger. Die haben als Hauptziel, mich da runter zu bashen, ich sag's dir. Noch ein Schalter, das ist der dritte. Ah, da sind die Kerzen angegangen. Ah, ich sehe, da gehen Kerzen an. Cool. Wenn ich richtig liege, dann müsste da unten noch ein Weg lang gehen. Das ist so ein Rundgang hier. Komm, sag, dass ich richtig liege, bitte. Okay, dann geht's hier lang. Ach, guck. Den dritten gefunden. Der war hier tatsächlich versteckt. Da muss ich noch rechts lang gehen, okay. Ja, da ist ein Suit, na super. Was sind das für Augen da? Ich will da gar nicht zu lange bei den Dingern beistehen. Weil die mir irgendwann dann wehtun werden. Ach, das sind solche Viecher. Sag das doch. Nicht machen. Frechdachse. Okay. Mit den Dingern weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Okay, erstmal muss das Ding rüber. Das ist ja noch keine Schwierigkeit. Und jetzt machen wir das doch hier einfach kaputt. Oh, jetzt werde ich da ver... Wie mache ich das denn jetzt? Gar nicht, ich muss runterfallen. Ich kann gar nicht runter... Oder gehen... Gilt das auch für die... Ach, das gilt auch für die da unten. Die bewegen sich auch. Cool. Ach Mann, geh doch kaputt. So, jetzt kommen wir wenigstens hier durch.